Balkalin und Raya, ihr ungleichen Schwestern, wieso wurde ausgerechnet mir all dies offenbar, wo ich doch der unwürdigste eurer Diener bin? Wie kann ich einer von euch dienen, wo ich doch die andere bekämpfen soll? Oder seid ihr beide nur eine Göttin, zwei Seiten der gleichen Medaille? Helft mir doch zu verstehen. Der Raya geweihte Azaban von Zorgan in einem Selbstgespräch vor seinem Spiegel in seinem Schlafgemach. Bald ist es soweit. Das Bild der großen Krabbe steht in Konjunktion mit dem Lamm, genauso wie es vorhergesagt wurde. Das Zeichen der wahren Erbin. Doch was ist die Aufgabe der Auserwählten? Kommt sie, um uns vor dem Schrecken zu bewahren, oder entfesselt sie ihn erst? Wir müssen die Prüfung vorbereiten. Aufzeichnung der Birmasha, Tochter Niobaras. Ende 30, Bosbarans Fall. Und so beginnen wir. Ihr steht an den Fluten des Baron Ula, der dort träge vor sich hinfließt, hört das Kräuseln und weiter entfernt von dem eigentlichen Jerkesh die Hochzeitsfeier, die dort immer noch im Gange zu laufen scheint. Diamantes eigene Hochzeit, an der er gar nicht teilnimmt, weil er von einem Quitzlinger ersetzt worden ist. Ihr betrachtet euch, wie ihr da teilweise tropft von den Fluten des Baron Ula oder aber schwitzt von den Kampfesanstrengungen und konnt euch noch einmal betrachten. Wohin soll es als nächstes gehen? Ganz entspannt tritt Boltax aus dem Schilf heraus. Was ist denn hier für ein Lärm? Ja, aber ich habe den Speer aus dem See geholt. Ah, sehr gut, sehr gut. Das war dieser besondere Speer, oder? Ja. Entschuldigt, ich musste mal kurz für kleine Zwerge. Was sind denn das für Gestalten? Boltax, willst du einen dieser Nachtwinde haben? Das sind schöne Schwerter, aber ich habe schon zwei. Ich dachte, das sind Vögel. Ja, das sind Vögel, Schwerter und scheinbar auch Diegesellen. Und Diamantus tritt einmal gegen einen der toten Nachtwinde. Oh. Moment, das waren die, die uns mal angegriffen hatten, oder? Möchte mir vielleicht jemand erklären, wie die uns hier draußen gefunden haben? Das ist eine sehr gute Frage. Sie kamen aus dem Wasser. Die waren erst im See, da habe ich die auch schon gesehen. Vielleicht kann es so gewesen sein. Das letzte Mal haben sie Diamantes ganz schön eingeschenkt und hatten vielleicht etwas von seinem Blut. Und mit dem Blut kann man ihn ja finden. Und so haben sie uns hier gefunden. Ich vermute ja, sie haben auf uns gewartet. Das ist es aber doch genau, Boltax. Wir waren doch gar nicht hier. Also die letzten Male, an die ich mich erinnere, habe ich denen eingeschenkt. Oder wollt ihr mir erklären, dass sie uns bis an diese Stelle gefolgt sind, festgestellt haben, dass wir nicht hier sind und dann in aller Seelenruhe 5 Tage gewartet haben? Ja. Unter Wasser? Ich meine, die kamen aus dem scheiß Wasser heraus. Haben die unter Wasser auf uns gewartet? Nun, vielleicht sind es Echsenmenschen. Wir haben schon ähnliche Kreuzungen gesehen. Untersucht sie auf Kiem. Ich glaube, das könnte eine hinreichende Erklärung sein. Gibt es nicht eine alchemistische Tat, in der man unbedingt atmen kann oder Wasser? Über längere Zeit? Wir hatten selber schon das Vergnügen dieses Tages. Sicherlich, sicherlich. Nichtsdestotrotz ist die Frage immer noch die, warum sollten sie gerade hier dann warten? Nun, jemand hat sie vermutlich informiert, dass wir genau hier sind. Jemand hat sie darüber informiert, dass wir genau hier sind, durch einen Driss im Sphärengefüge in die Vergangenheit gereist sind und auch genau an dieser Stelle einige Tage später wieder herauskommen werden? Naja, vielleicht haben sie mich auch hin und wieder durch diesen Rissen und einen Stein herausschaffen sehen. Wem auch immer wir zu verdanken haben, dass sie wussten, dass wir hier sind. Er hat uns einen Gefallen getan. Oder zumindest mir. Mein Kopf. Ach, scheiße, er ist wach. Azaban, bleibt lieber liegen. Ihr habt einen Schlag auf den Kopf bekommen. Was ist passiert? Zulamin, gut, dass ich euch sehe. Wo sind die anderen? Ein Teil ist hier, bei einem Teil wissen wir es nicht. Ihr wart zufällig in der Nähe, als alles eskalierte, deswegen haben wir euch mitgebracht. Was mit den anderen ist, wir können es leider nicht sagen. Wo ist denn der Riss hin? Was ist denn passiert? Ich war ja nicht da. Der Riss hat sich hinter uns geschlossen.
Könnt ihr mir sagen, woran ihr euch erinnert? Ich hatte mich mit Zulamin unterhalten. Oder? Ja, wir hatten uns unterhalten. Erinnert ihr euch an die Augenkröten? Ja, Und an den Schruf? An den Schruf? Ich kann mich daran erinnern, dass die Orgien zugenommen haben. Daran erinnere ich mich. Ja, alle waren berauscht. Und Iphemia von Nahuabad? Wir sind uns nicht sicher. Sie wird sicherlich einen Weg finden. Wäre auch nicht schlimm, wenn nicht. Immerhin wollte sie mich angreifen. Und wo ist der Gürtel? Der nicht Gürtel, hier. Den konnten wir leider nicht entwenden. Okay. Die Ereignisse sind uns wohl zuvor gekommen. Und was tun wir jetzt? Nun, ihr bleibt erst einmal liegen. Ihr könntet einen Schädelbruch haben. So fühlt es sich auch an. Ich kann nichts riechen. Oh, das ist ein schlechtes Zeichen. Ich bleib erstmal kurz liegen. Ja, ich denke, wir haben hier noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen und dann müssen wir sehen, ob ihr transportfähig seid. Ich könnte euch paralysieren. Dann könnten wir euch ganz einfach transportieren. In diesem Zustand kann euch nichts geschehen. Holt Meister Rasulan. Meister Rasulan ist dort irgendwo bei Yerkesh. Holt ihn. Er weiß sicherlich am besten, was wir jetzt zu tun haben. Ja, soll ich euch bis in paralysieren? Nicht, dass ihr uns wegsterbt, aufgrund gewisser Umstände. Ich bleib einfach hier liegen. Holt Meister Rasulan. Gut, wer nicht will, der hat schon. Aber ja, bleibt ihr mal da liegen. Wir müssen uns da vorne eben den Stein angucken, den Boltax mitgebracht hat, wenn ihr kurz alle mitkommen würdet. Ja, das ist ein fantastischer Stein. Alt wie ein Stein, sage ich. Und deshalb habe ich ihn mitgebracht. Ich weiß noch nicht, aber ich glaube, ich werde mein Hochzeitsgeschenk daraus fertigen. Wer kann schon sagen, dass er seiner Frau einen Stein von über nun dieser Anzahl an Jahren geschenkt hat? Angosminia wird mich dafür lieben. Ist der Stein denn wirklich so alt, wenn ihr ihn an der Zeit vorbei hierhin geschleppt habt? Natürlich. Ich wollte nicht über den Stein sprechen, aber gut, dass meine List auch bei euch funktioniert hat. Ich weiß, ihr wollt über das Rätsel sprechen, das ich entworfen habe. Ich dachte, wir gehen jetzt einfach. Bitte nicht. Ich dachte, wir besorgen uns jetzt unsere Pferde zurück, also zumindest alle außer Diamantis, weil sonst wäre zweimal da. Und dann nehmen wir deinen neuen Raya-Freund da einfach mit. Ja, ich denke auch, Diamantis sollte bei Ippolita und Asaban bleiben, damit niemand ihn zu Gesicht bekommt. Und nun ja, wenn wir es einrichten können, sollten wir auch noch ein paar Worte mit der Mondsilber-Sultana sprechen. Ich denke, sie wird noch hier sein. Sagt, wer von euch wäre gerne bei diesem Gespräch dabei? Ich unterhalte mich immer sehr gerne. Und was genau erhoffen wir uns davon zu erreichen? Wir erhoffen uns davon erstens Unterstützung in Sachen der Frage, ob die Miona tatsächlich in den Körper Eleonoras gefahren ist. Wenn die Königin Mutter gewarnt ist, dann werde ich schon einmal sehr viel ruhiger schlafen, auch wenn wir zwischenzeitlich uns nicht um diese Angelegenheit kümmern können. Haltet ihr es für klug, diese Spekulation zu verbreiten zum derzeitigen Zeitpunkt? Nun. Es könnte an die falschen Stellen durchsickern und dann wissen sie, dass wir wissen, was wir wissen. Aber wir wissen nicht, dass sie wissen, dass wir wissen, was wir wissen. Ja, aber sie sind doch unfähig. Jetzt seien wir mal ehrlich. Außerdem, wir sprechen hier von einer Hochgeweihten des Fex. Und ich denke, wir können nicht allen allen misstrauen. Das wäre genauso zu fatal, wie jedem zu vertrauen. Und ich habe ihr bereits in der Angelegenheit des Gürtels vertraut. Insofern denke ich, dass sie eine mächtige Verbündete sein könnte, wenn sie denn unsere Spekulationen akzeptieren kann. Wir können ihr auf jeden Fall die Briefe zeigen.
Sie beweisen nichts, aber sie sind ein gewisser Hinweis. Vergesst nicht, dass diese Hochzeit vermutlich von Agenten dann der Dämione organisiert werden ist. Entsprechend ist die gesamte Gesellschaft ein relativ heißes Pflaster. Das ist mir bewusst. Aber ich denke, wenn wir uns jemanden anvertrauen, ist Zybia al-Nabab die beste Wahl. Aber wäre es dann nicht sinnvoll, Gegengerüchte zu streuen? Ich meine, wir könnten ja das Gerücht streuen, dass wir den Gürtel in, Al-Anfa vermuten. Dann würde sich die Intention von Dimiona auf Al-Anfa konzentrieren und wir hätten Zeit, einen Gegenschlag von hinten zu organisieren. Wir könnten auch sagen, dass wir den Gürtel besitzen und geborgen haben aus den Fluten. Das würde sie aus der Reserve locken. Korrekt. Vermutlich. Und dann zu unseren Bedingungen zuschlagen. Ich habe den Gürtel zwar einmal gesehen, aber mit den richtigen Materialien. Könnte ich etwas herstellen, was dem ähnlich wirkt. Wie ließ ihn sich beschaffen? Und er war unauffällig genug. Er hat seine Präsenz verschleiert. Die Täuschung könnte gelingen. Nur wie präsentieren wir diesen Umstand dann? Wir können schlecht den gefälschten Gürtel dann auf Parade durch Zauber tragen, nicht wahr? Wir lassen diese Information über die Mondsilber-Sultana verbreiten unter der Hand. Sie lässt eine gewisse Worte an bestimmte Personen fallen. Moment. Ich habe eine sehr gute Idee. Nun, ihr wisst doch, dass Dimiona die Schwester von Arkos war, oder? Ja, in der Tat. Und Arkos mag mich sehr gerne, seit wir einmal zusammen Straußen geritten sind. Und jedem ist bewusst, dass ich ein mitteilsamer Zwerg bin, nicht wahr? Nun, ihr meint, ihr könntet euch verplappern. Ja. Also gewissermaßen, dass ich ihm einen Brief schreibe, in dem ich ihm noch einmal danke und meinen tollen Reitschrauß Schnabel mir preise und dann in einem Nebensatz erwähne, dass wir glücklicherweise diesen Gürtel gefunden haben und dass wir jetzt alle, er wird es auf jeden Fall mit seiner Frau teilen oder seiner Schwester, je nachdem, wer sie denn jetzt wirklich ist. Das klingt plausibel. Und was den falschen Gürtel angeht, nun, wir könnten in Janka ein wenig Aufhebens machen. Rätselhafte Bauarbeiten am Raja-Tempel. Sieht so aus, als sollte etwas weggeschlossen werden auf heiligem Boden. Und vielleicht erhascht der eine oder andere einen Blick. Vielleicht ordern wir einige Stein-Koschbasalt aus Zorgan. Oder wo man den Scheiß auch immer herbekommt. Keine schlechte Idee. Koschbasalt mag teuer sein, aber es ist keine Verschwendung, auch in Anbetracht unserer anderen Tätigkeiten. Also locken wir sie nach Janka? Wir werden nicht verschwendet. Genau. Nun, zu unseren Bedingungen. Wir wollen uns ihr nicht in Zorgern stellen, denke ich. Außerdem war sie doch so freundlich, uns diese Stadt zu schenken. Da müssen wir sie doch dort mit gebührenden Ehren willkommen heißen, wenn sie es denn wirklich sein sollte. Und? Wenn sie wirklich glaubt, dass wir den Gürtel haben, ich glaube, dann wird sie selbst kommen. Denn sie kann ihren Untergebenen nicht wirklich trauen. Wenn sie nicht mehr auf Euphemia zurückgreifen kann. Alle anderen sind Konkurrenz. Wir haben noch einen weiteren Vorteil. Wir können ihr trotzdem nicht einfach den Hals durchschneiden zu unseren Bedingungen. Nein, aber wir können andere Dinge tun. Magische Dinge. Wir könnten... Sollte sie sich zu einem verzweifelten Schritt entscheiden und wir Beweise vorlegen können, dass sie einen solchen Angriff organisiert hat, ließe sich ihre Position innerhalb des Staates Aranien sicherlich empfindlich schwächen. Können wir den falschen Gürtel dann nicht irgendwie verzaubern, dass, wenn sie den umlegt,
was weiß ich, irgendein magischer Krimskrams wirkt und sie offenbart. Aber auf jeden Fall kriegen wir das hin. Außerdem Offenbarung, da müssen wir darüber nachdenken, aber auf jeden Fall bekommen wir es hin, einen Effekt auszulösen. Wenn ihr so außerdem haben wir dort unsere Elefanten. Unterschätzt diese Elefanten nicht. Viel eher, denke ich aber, wenn hier irgendjemand wieder in Richtung Voltax, denke ich aber, dass sollte sich wirklich um eine Bakteriin der Baikalel handeln, wird sie wohl den echten oder respektive den falschen Gürtel bereits auf Sicht erkennen. Nun, ich bin nicht sicher. Ich bin eine Geweihte der Widersacherin eben jener Erzdämonen. Und selbst mir kam der Gürtel unverdächtig vor, vom bloßen Ansehen. Vielleicht merkt sie es, wenn sie ihn sich umlegt. Aber davor? Ich denke nicht, dass sie so verzweifelt ist, sich den Gürtel umzulegen, ohne ihn vorher zu untersuchen, nicht wahr? Nun, sobald sie ihn berührt, würde der Zauber wirken. Nun ja, ich meinte ja, bevor sie irgendwie ihn anfasst, wird sie ihn vermutlich doch identifizieren wollen. Ist Eleonora von Zorgan denn eine ausgebildete Magierin? Nun, sie hat wahrscheinlich ihre Kontakte. Die Kontakte und das wird ausreichen, um einen fähigen Lohnmagier anzustellen, nicht wahr? Wärt ihr aber mir in der Lage, eine entsprechende Signatur vorzutäuschen? Eine Signatur der Widersacher? Nein. Nun, vielleicht reicht es aus, wenn ich mit meinem weißen Auge ihre Reaktion darauf aufnehme. Diese können ja wiedergegeben werden. Erinnert euch, das Ding, was ich eigentlich gekauft hatte, dass ich beim Patriarchen nicht immer den Namen sagen muss. Wenn wir ein Geständnis von ihr darauf aufnehmen könnten. Nun ja, ein magisches Geständnis ist vor Gericht wertlos, wie ihr wisst. Es geht nicht ums Gericht. Nun ja, ich bin mir nicht so sicher, ob wir sie wirklich verurteilen können. Wenn wir öffentlich herausschreien, dass Eleonora die ehemalige Dimiona ist, dann gibt es einen Bürgerkrieg in Aranien. Wir sollten dies diskret regeln. Wir sollten das sicherlich nicht offen herausschreien, aber zu einem Gericht wird es sicherlich auch nicht kommen, sobald wir Arkos... Jetzt sollte das denn überhaupt so sein? Ich meine, bisher ist das nur unsere Vermutung, aber sobald Arkos herausfindet, dass dem so ist, dann wird das sicherlich ausreichen. Ich denke, unser Ziel muss es sein, nicht unbedingt sie zu verzaubern, sondern um Zweifelsfall die Wahrheit ans Licht zu bringen und die Mondsilber-Sultana davon zu überzeugen. Denn sie ist in der Position, etwas zu unternehmen. Was auch immer. Wir sollten auf jeden Fall die Mondsilber-Sultana über unseren Plan informieren. Ich denke, wenn Eleonora daraufhin nach Janka kommt, ist das bereits ein gewisses Indiz, aber es ist immer noch kein Beweis. Und wir sollten uns auch nicht zu sehr auf diese Deutung einschießen. Es ist auch mit diesem Plan Boltax immer noch nicht ausgeschlossen. Es könnte auch Arkos sein. Nach dem, was mir die Mondsilber-Sultana erzählt hat, glaube ich eher, dass es Eleonora ist, aber wir sollten es auf jeden Fall nicht ausschließen. Legen wir einen Köder und sehen, wer anbeißt. In der Tat. So oder so, wenn ich Arkos diesen Brief schreibe und er selbst auftaucht, ne? Wüssten wir Bescheid. Gut, ich denke, ich hätte gerne euer aller Unterstützung dabei, die Mondsilber-Sultana zu überzeugen. Deswegen würde ich mich vielleicht nur kurz mit ihr treffen und vorschlagen, uns auf dem Weg, fernab von neugierigen Augen, noch einmal zu besprechen. Und was machen wir mit Azaban? Sind sicherlich neugierige Augen. Naja, er ist ja nicht darauf eingegangen, dass ich ihn versteinere. Warum habt ihr ihn überhaupt gefragt? Nun, weil es das die Höflichkeit gebietet. Ich meine, er ist immer noch ein Bruder von Zulamin im Glauben. Nun, Herr Kapitän, ja, ich kann mir seine Verwundung ansehen, wenn ihr möchtet. Nun, nur um sicher zu gehen, dass keine bleibenden Schäden... Nun, ich möchte natürlich, dass er medizinische Versorgung erhält, aber für den Augenblick gibt es uns ein ganz gutes Argument, wieso er dort liegen und sich nicht rühren sollte. Ich glaube, wir warten noch ein wenig. Zumindest sollten wir nicht diesen Rasulan hier erholen. Auf keinen Fall. Was tut er übrigens? Fragender Blick zu Serpentilio.
Das letzte Mal, also wie ihre Augen auf ihn hatten, hat er mittels seines... es war kein Zauber, der mir bekannt war. Und es war eine sehr große Bewegungskomponente beinhaltet. So oder so hat er jemanden kontaktiert. Ich kann euch allerdings nicht sagen, wen oder warum genau. Nun, kurz darauf ist Iphemia und ihr Gefolge aufgetaucht. Kurz darauf sind wir abgereist und seitdem kann ich euch nicht sagen, was passiert ist. Nun, spielt das eine Rolle? Nun. Unter Umständen. Wenn er gleich aus dem nächsten Gebüsch tritt, dann wäre ich gerne vorgewarnt gewesen. Aber nun, wenn wir ihn aktuell nicht mehr im Blick haben. Nun, wenn er gleich aus dem nächsten Gebüsch treten sollte, bin ich noch im Vollbesitz meiner Kräfte und dann hat sich das auch. Vollbesitz, warst du nicht leer? Fast, ja. Aber ich habe ja nichts, ich habe ja nichts anderes gemacht, als vor diesem Portal zu sitzen. Boltax hat 2 Tage meditiert. Stimmt, ja. Stimmt, der war ja nicht da, okay. Nun, wenn ihr uns dabei haben wollt, Kapitän, ja, dann gehen wir besser. Früher als später. Gut, dann haltet ihr die Ruinen, in denen wir genächtigt haben, für einen guten Treffpunkt? Ist nicht schlechter als alle anderen auch hier auf der Wegstrecke. Und uns allen allgemein bekannt. Aber wohin wird uns unser Weg denn führen? Wollen wir nach Zorgan oder direkt wieder an Lyanka? Ich sehe nicht, was es in Zorgan für uns gibt, außer hinlänglich für die Möglichkeit, in einem Attentat zum Opfer zu fallen. Wir haben schließlich immer noch einen Krieg zu führen. Und in Zorgan könnten wir uns ausrüsten. Mit was genau? Ja, und wir sollten die Chance auf ein Attentat nicht einfach so vertun. Vielleicht kommt ja diesmal jemand Spannendes. Ich dachte vor allem an dich, Serpentilio, verschiedene alchemistische Substanzen. Ich habe mal drüber nachgedacht, wie viel Balsam wir brauchen werden. Waffenbalsam und wahrscheinlich eine ganze Menge. Glücklicherweise sind wir durch unsere regen Bemühungen im Südmeer hinlänglich ausgestattet. Abgesehen von einigen sehr speziellen Kleinigkeiten, die es auch in Zorgan nicht zu bekommen gibt. Ich würde in Zorgan aus Sicherheitsgründen keine Minute verschwenden. Unsere Schiffe liegen dort. Wir könnten die Stadt durchqueren und hoffen, unbehelligt an Bord zu gelangen. Wenn das gelingt, haben wir einen zeitlichen Vorteil, da wir mit dem Schiff sehr viel schneller in Lyanka sind. Sicherer wäre es allerdings vermutlich, zu Pferde über die Straßen zu reiten. Das würde uns allerdings wertvolle Zeit kosten. Fragen's auf. Wäre das wirklich so viel Zeitunterschied? Also mit Pferden nicht. Ihr könnt euch ja das mal auf der Aranienkarte angucken. Weiß ich denn, das ist jetzt nicht. Du musst sagen, es ist, Aventurien ist ziemlich winzig. Das sind, wenn wir nicht die Seeroute nehmen, dann das war kostet 200 uns vielleicht maximal 2 Tage. Ja. Ich erinnere mich, dass ich das mal eingegeben hatte. Es macht schon einen Unterschied. Also mit Schiff ist kürzer, aber risikofreier ist es auf jeden Fall zu Pferd. Das ist risikofreier. Schiff sind wir schwerer, also gleichzeitig schwerer und leichter abzufangen. Erinnert mich nochmal, haben wir denn das alanfanische Schiff nach Zorgan geschickt oder sollte es in diesem Dorf bleiben, an der Küste? Also nee, von Bakrachal nach Zorgan, die warten in Zorgan. Okay. Und Zulami, du weißt aber auch, dass das Hinterland von ehemals Oron, das ist noch sehr wild. Also es wird als zweite Wildermark gehandhabt. Sowohl der Farsch Uruch, also dieser Hexenwald, als auch Jerim Yalet. Da sind überall Ferkinas oder Hexen oder irgendwelche Monstren. Die Landroute ist sehr unsicher, würdest du meinen? Ja, ich sehe das auch nicht, wie die sicherer wäre, denn es gibt, soweit ich mir informiert bin, kein einziges Schiff in der ganzen iranischen Flotte, das die Die Avianda liegt das, nicht in Zorgan, sondern die beiden alanfanischen Galeeren. Ich dachte, wir hätten die Avianda also auch eine von Zorgan kann man noch relativ bequem nach Perikum kreuzen, das funktioniert. Aber wenn du dann von Zorgan in Richtung Lyanka unterwegs bist, mittlerweile geht's wieder, weil ihr die Pforte geschlossen habt, aber ab Lyanka wird's dann wieder kompliziert, weil das dann blutige See ist. Aber ansonsten kann man im Golf von Perikum noch relativ sicher segeln. Da gibt es nicht so viele Piraten, da gibt es nicht so viel blutige See und Dämonen. Also der Seeweg ist doch relativ sicher. Natürlich kann man so eine alanfanische Galeere prinzipiell eher leicht aufbringen.
Ja, aber ich habe eher Angst, in der Stadt aufgehalten zu werden. Also Zulamin korrigiert, ja, sicher ist für das Hinterland natürlich der falsche Begriff. Aber wir müssten zumindest nicht unter die Mionas Nase durchreiten. Nun, wenn ihr wollt, können wir Ihnen eine Nachricht schicken und im Bachrachal anlanden. Einschiffen, so rum. Oder wir verschwenden einfach keine Zeit in Zorgern und gehen direkt an Bord. Gut, und sollte sie tatsächlich einen Versuch unternehmen, und vielleicht hat Rafim recht, vielleicht wird dieser Versuch in irgendeiner Art und Weise aufschlussreich sein. Oder? Vermutlich könnten diese beiden Schiffe sogar den Baron Ulla hochfahren. Nur so, theoretischerweise. Also der Baron Ulla ist schiffbar, der ist breit. Das sind, also bei Zorgern sind es 200 Meter. Und jetzt bei eurer Stelle sind es 100 bis 80 Meter, je nachdem, an welcher Stelle man ist. Aber der Baron Ulla ist schiffbar, das ist ein riesiger Fluss. Das wissen wir sind schon drunter durch. Prinzipiell hat ein Hochseeschiff natürlich mehr Tiefgang, aber es ist jetzt nur eine kleine Galeere. Ich wollte gerade sagen, das sind Galeeren, also. Gut, dann verabreden wir uns bei dem See, wo wir schon einmal gelagert haben. Das sind nicht die großen Straßen nach Zorgern, aber es sind immerhin Straßen. Also, wer tut was, Kapitania? Wir hören und gehorchen. Diamantis bleibt hier und passt mit Hippolyta zusammen auf, dass Azaban bleibt, wo er ist. Ihr anderen könnt euch überlegen, wer am sinnvollsten die Pferde holt. Bringt sie alle mit. Und ich denke, ich werde den Schleier überwerfen und der Mondsilbersultana in aller Kürze Bericht erstatten. Nun, und ein Treffen vereinbaren. Ich würde sagen, Rafim kann ganz gut mit Tieren, oder? Ja, ein sehr schöner Satz, um diese schöne Aufgabe auf mich abzuwälzen. Ich werde mich drum kümmern. Und wenn du schon mal da bist, wirf doch mal bitte einen Blick auf diesen Dämon, der mich repräsentieren soll, und schau, ob er mindestens so stattlich ist wie ich.